sag schon was. Was soll ich sagen? Du wolltest doch eine Geschichte erzählen. Ich wollte eine Geschichte erzählen? Ja, du wolltest erzählen, wie es weiterging, nachdem Gott die Erde geschaffen hat. Die Erde, stimmt. Stimmt, da geht's ja weiter. Damit war ja die Geschichte Gottes noch nicht fertig. Na gut, dann, Ja, los. Ich muss so kurz nachdenken. Wie war das genau? Da waren dann Adam und Eva. Im Garten. Im Garten, genau. Genau, der Garten Eden. Den hatte Gott nämlich gemacht für die beiden und hatte sie da reingesetzt. Da sollten sie wohnen und sollten sich um den Garten kümmern und den Tieren ihren Namen geben. Und da hat Gott sie auch besucht. Wie, da hat Gott sie besucht? Ja, da hat Gott sie besucht und hat mit ihnen geredet. Ja. Ja, wirst du sehen. Pass auf, die Geschichte geht ja weiter. Da ist etwas passiert, was den beiden nicht so gut gefallen hat. Wie, haben die sich wehgetan? Oh, sie haben sich nicht wehgetan, aber das, was passiert ist, hat ihnen bestimmt innerlich ganz wehgetan. Was war denn das? Was ist denn da passiert? Ja, weißt du, eines Tages, als Adam und Eva da gerade Pause gemacht haben, da kam die Schlange so entlang zur Eva. Oh, hat sie die Eva denn gebissen? Nein, damals haben Schlangen noch nicht Menschen gebissen. Aber die Schlange, in der Schlange, da hat sich der Teufel versteckt. Und der wollte die Eva hereinlegen. Wie hereinlegen? Wollte er einen Spaß machen? Nein, der wollte keinen Spaß machen. Der hatte nämlich gesehen, da sind zwei Bäume im Garten, von denen Adam und Eva nicht essen dürfen. Wie? Die dürfen nicht essen. Na, wie? Nicht, sie dürfen. Es ist nicht so, dass sie nicht essen dürfen, sondern von den zwei Bäumen durften sie nicht essen. Und alles andere durften sie essen? Alles andere durften sie essen. Äpfel und Birnen. Und Bananen. Und Apfelsinen. Und Orangen. Und Ananas. Und Kiwis. Und Kiwis. Und Erdbeeren. Bestimmt. Alles, was da war. Aber von den beiden Bäumen nicht? Nein, von den beiden Bäumen durften sie nicht essen. Und was hat die Schlange gemacht? Na, die Schlange ist zu Eva so ganz langsam hingeschlittert. Und dann? Und dann hat sie gesagt, hey, Eva. Wie, das war's? Nein. Sie sagte so, hey, Eva, willst du da nicht von diesem Baum essen? Wie? Von den verbotenen Bäumen? Ja, davon hat die Schlange gesagt, sollte Eva essen. Aber so doof war Eva doch nicht. Nein, so doof war Eva nicht. Eva hat gesagt, nein, Schlange, Gott hat uns gesagt, wir sollen von diesen beiden Bäumen nicht essen. Wenn wir davon essen, dann werden wir sterben. Wie, Gott hat doch gerade alles geschaffen und dann will er sie töten? Nein, er will sie nicht töten, aber es gibt eine Strafe dafür, wenn sie etwas tun, was Gott nicht möchte. Und was hat Eva denn gemacht? Eva hatte der Schlange gesagt und die Schlange sagt dann, ja, ihr werdet nicht sterben. Weißt du, Gott hat das nicht so gemeint. Gott hat nur Angst davor, dass ihr so werdet wie er. Das ist doch eine Lüge. Ja, das ist eine Lüge. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und nicht so sein wie ich, wenn ihr davon esst. Nee, stimmt. Ja. Und dann hat Eva geguckt auf die Frucht. Und dann? Und dann sagte sie, Wie, das war's? Ja, nicht nur sondern sie guckte dahin und sah, oh, diese Frucht sieht lecker aus. So rund und so saftig. Ach. Und dann hat sie davon gegessen. Und dann hat sie davon gegessen. Und was hat Adam gemacht? Hat der nicht gesagt, nein, Eva, nein, tu das nicht. Nee, der Adam hat das nicht gesagt. Weißt du, was Adam gemacht hat? War der arbeiten? Nein, der war nicht arbeiten. War der unterwegs? Nein, der war nicht unterwegs. Was hat er denn gemacht? Der lag neben Eva. Der lag da nicht weit weg. Der hat das bestimmt alles gesehen. Wie, der hat das gesehen? Wenn er das gesehen hat, dann muss er doch was gesagt haben. Hat er nicht. Aber die Eva hat von der Frucht gegessen
und hat dem Adam auch von der Frucht gegeben. Und der Adam? Der hat nicht gegessen. Der hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Schön wär's gewesen. Der Adam hat von der Frucht genommen und hat auch gegessen. Der ist doof. Tja, jeder macht mal was Doofes. Aber das war doch nicht gut. Sind die dann gestorben? Nein, dann sind sie noch nicht gestorben. Gott hat das mit dem Sterben nämlich etwas anders geplant als die beiden. Der hat keinen Blitz vom Himmel geschickt und dann BÄM waren sie tot. Sondern abends, als die Sonne schon am Untergehen war, da kam Gott zu ihnen. Der kam zu ihnen? Ja, der kam zu ihnen und dann rief er so, Adam, wo bist du? Ja, da hat der Adam sich bestimmt versteckt. Du sagst es, der Adam hat sich versteckt. Irgendwo im Gebüsch. Und dann, aber Gott weiß doch, wo der Adam war. Der hat ihn doch bestimmt schnell gefunden. Ja, Gott wusste ganz genau, wo Adam war. Aber Gott wollte, dass Adam selber zugibt, dass er was Schlechtes gemacht hat. Dass er nicht das gemacht hat, was Gott möchte. Ja, und dann, was hat Adam dann gesagt? Naja, als Adam von der Frucht gegessen hatte, hat er erkannt, und also als Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, haben sie gesehen, dass die beiden nackig unterwegs waren. Und dann haben sie sich versteckt. Und Adam rief dann, als Gott kam, ja, Herr, ich würde ja gerne rauskommen, aber... Aber ich bin nackig. Ja, aber ich bin nackig. Ja, nicht gut. Hat er sich Kleider gesucht? Er hat sich Kleider gesucht, aber er hat Blätter gesucht, mit denen er sich versucht hat, Anzuziehen zu machen. Aber irgendwie hat er die falschen Blätter erwischt. Das waren nämlich alles nur so kleine Blätter. So klein. Der muss doof sein. Wieso? So kleine Blätter, die verstecken doch nichts. Ja, weiß nicht. Vielleicht hat er Angst gehabt. Vielleicht hat er, weiß ich nicht. Vielleicht war er wirklich doof. So wie du. So wie ich? Ja, so wie du. Ja, ja, weißt du noch, wie du den ganzen Kuchen aufgegessen hast? Alleine. Ja, das war der eine Kuchen. Tut mir leid. Das war mein Kuchen. Ich hatte Hunger. Ja, das war nicht gut. Ja, tut mir leid. Kannst du mir verzeihen? Okay. Danke dir. Ja, aber Adam, der hat versucht, sich zu verstecken und der hat was Doofes gemacht. Und Gott hat das rausgefunden, dass er was Doofes gemacht hat. Und was hat Adam dann gemacht? Hat er gesagt, Entschuldigung, das ist falsch? Nein, hat er nicht. Der Adam hat nämlich gesagt, Gott, weißt du, die Frau, die du mir gegeben hast, die war schuld. Ne? Die Frau. Du hast sie mir gegeben, sie hat mir von der Frucht zu essen gegeben, sie ist schuld. Wie? Der hat doch selber gegessen. Ja, hat er. Aber stimmte das nicht? Jetzt, wo ich nachdenke, sie hat ihm doch was gegeben. Sie ist doch schuld. Ja, auf der einen Seite ja, aber Adam wusste ja, was Gott gesagt hat. Wie? Ja, Adam wusste, was Gott gesagt hat, und obwohl er das wusste, hat er nicht das getan, was Gott wollte. Und deswegen war er selber schuld. Ach so. Ja, wenn man weiß, was falsch ist und man macht es trotzdem, dann kann man nicht sagen, ach, der andere ist schuld. Dann ist man selber verantwortlich. Ah, und deswegen? Ja, und weißt du, dann hat Gott hat ein bisschen mitgespielt, hat gesagt, na gut, Eva, Adam sagt, du bist schuld, was ist da passiert? Dann hat Eva gesagt, die Schlange war's. Genau, die Eva hat auch gesagt, ich war's nicht, die Schlange, ne, die Schlange, da, die hat mir von der Frucht gegeben, ja, die ist schuld. Und dann, was hat Gott dann gemacht? Ja, dann hat gesagt, dann muss ich euch alle drei bestrafen. Wie, alle drei? Alle drei, haben was Schlechtes gemacht. Die Schlange hat Adam und Eva zu etwas Schlechtem verführt und Adam und Eva haben von der Frucht gegessen, das, was sie nicht tun sollten. Oh, und wie wurden sie bestraft? Hat Gott sie eingesperrt? Nee, er hat sie nicht eingesperrt. Gott hat Adam und Eva aus dem Garten rausgeworfen. Und zur Schlange hat er gesagt, zur Strafe, weil du das gemacht hast, wirst du immer auf den Boden kriechen. Ne? Keine Füße mehr, immer im Dreck wirst du hin und her dich bewegen müssen. Ah, nicht so toll.
Meine Mama schimpft immer, wenn ich mit dreckigen Kleidern nach Hause komme. Ja, und die Schlangen müssen den ganzen Tag am Dreck hin und her kriechen. Und was war mit Anna und Eva? Ja, die beiden, die hat's auch nicht so gut erwischt. Zuerst mussten sie aus dem Garten raus und dann gab's noch eine andere Strafe, die Gott für jeden von ihnen gegeben hatte. Wie, für jeden? Ja, jeder hat seine Strafe gekriegt. Die Eva, die hat ab dann, wenn sie Kinder bekommen hat, dann hat das wehgetan. Dann war das nicht mehr so leicht, wie es sein sollte. Oh, nicht gut. Nicht gut. Und was war mit Adam? Adam, der musste hart arbeiten. Und ja, Gott sagt ihm, im Schweiß deines Angesichts musst du dein Brot verdienen. Also die Arbeit wurde hart und schwer. Ja, die Arbeit wurde hart und schwer. Aber das ist nicht so schön. Das nervt sogar in der Schule. Ja, aber da musst du durch. Da musst du durch. Aber Gott hat auch irgendwann, hat auch den beiden gesagt, es wird einer kommen, der wird euch retten. Wie denn das? Ja, Gott hat das so gesagt. Von euch beiden wird ihr eins eurer Kinder, eins eurer Nachkommen, wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Was heißt denn das? Ja, die Schlange steht denn da für die Sünde. Die Sünde vergiftet unser Leben. So wie eine Schlange, wenn sie einen beißt, einen vergiftet, so ist die Sünde Gift für unser Leben. Oh, das stimmt. Ja, so. So, das klingt interessant. Und es muss jemand kommen, der die Schlange und der die Macht der Sünde kaputt macht. Und das war Jesus. Oh, Jesus, ja, den kenne ich. Der kommt später in unserer Geschichte, noch viel später. Aber Gott hat da schon versprochen, es wird einer kommen. Aber das, was er tun wird, wenn er die Macht der Sünde bricht, das wird ihm auch sehr viel wehtun. Ah, dass die Schlange ihn beißt. Genau, die Schlange wird ihn beißen. Und Jesus muss ja sehr viel leiden und ans Kreuz gehen für unsere Sünden. Ah, ja, stimmt, das kommt viel später. So, und Adam und Eva, die sind dann aus dem Paradies rausgeflogen, aus dem Garten. Und was mussten sie dann machen? Wo sind sie hingegangen? Irgendwohin nach draußen. Mussten sich ein neues Haus bauen. Mussten jetzt hart arbeiten auf den Feldern. Aber was dann kommt, was da passierte, das erzähle ich in der nächsten Folge. Ah, nein, komm, erzähl es jetzt. Nein, das erzähle ich beim nächsten Mal. Nein, jetzt. Nee, das wird zu lange. Warte ab. Ne, Kinder, wartet ab. Und dann bald werdet ihr erfahren, wie es weitergeht. Tschüss. Hey, tschüss. Ja, das ist vorbei. Jetzt müssen wir Schluss machen. Nee. Doch. Nee, nee, nee. Doch. Aus.